Entstehung des Black History Month geht auf den US-Amerikaner Carter Woodson zurück. Er kritisierte in den 1920er Jahren, dass die Unterdrückung schwarzer AmerikanerInnen die Möglichkeit der eigenen Geschichtserfahrung verhindere. Aus diesem Grund plädierte er für eine Negro History Week. Diese fand erstmals 1926 statt. Das Ziel war es, Wissen über die schwarze Geschichte zu rekonstruieren und zu popularisieren. Dadurch sollte auch weißen AmerikanerInnen gezeigt werden, dass ihre Wahrnehmung der Welt durch Rassenvorurteile beeinflusst ist. Hierfür wurde Lernmaterial in Form von Bildern, Unterrichtsplänen und Theaterstücken erstellt. In den 1940er Jahren begannen Schwarze im Bundesstaat Virginia die Gedächtniswoche auf einen Monat auszudehnen. Die Negro History Week wandelte sich zum Black History Month. In Deutschland wurde der Black History Month erstmalig in den 1980er Jahren in Berlin gefeiert.